Für die Methode 6 Denkhüte können wunderbar Etherpads benutzt werden. Ich benutze hier die Seite von Zoompad. Um ein neues Pad zu erstellen, drücken Sie auf Neues Pad. Dies funktioniert in den meisten Fällen ohne Registration. In dem Pad können Sie jetzt anfangen zu schreiben, zum Beispiel eine Überschrift, ein Thema oder sonstiges. In der oberen Leiste können Sie Ihren Text jetzt formatieren, es zum Beispiel als Überschrift deklarieren. Auf der rechten Seite finden Sie das Teilen-Symbol. Dort können Sie den Link abrufen, den Sie Ihren Schülern schicken. Daneben sehen Sie, welche Schüler sich eingeloggt haben. Hier können Namen vergeben werden. Bitte achten Sie hier auf den Datenschutz. Für die Methode 6 Denkhüte werden verschiedene Farben vergeben. So kann man den Schülern auch Farben zuordnen, die man dann bei der Eingabe sieht. Ich habe mir jetzt die Farbe Blau zugeteilt und man sieht, dass die Überschrift jetzt blau umrahmt ist. Die Beiträge der Schüler wird in ihren Farben dargestellt. In diesem Fall habe ich grün gewählt. Die Pads werden nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht. Unten sehen Sie, wie viele Tage noch übrig bleiben, bis Ihr Pad gelöscht wird. Um Ihr Projekt zu speichern, können Sie oben auf das Import-Export-Symbol gehen. Und dort gibt es mehrere Möglichkeiten, Ihr Pad zu exportieren und zu sichern. Viel Spaß beim Ausprobieren!